Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tales of Arise. Ich bin Sam Simmerfix. Beim letzten Mal haben wir hier weiter Sidequests gemacht, hatten hier einen harten Kampf am Ende nochmal und haben hier einen fetten Zirkel bezwungen für unsere Leute aus Nice. Right. Habt ihr schon Fortschritte bei der Suchung gemacht? Good. Das Problem ist bereits gelöst. Deine Leute sollten das laute Gebrüll zum letzten Mal gehört haben. Verdammt, wie schnell ihr seid, danke. Leider hatte ich bisher keine Zeit, die Getränke zusammenzustellen. Nicht so schlimm. Bitte antworte mir aber eine Frage. Soviel ich weiß, war Deadheim nicht immer so aggressiv. Dennoch, hast du ihm weiterhin beigestanden? Warum war das so? Gute Frage. Er gab definitiv einen Teil von mir, der ihn zügeln wollte, da er immer extremer wurde. Aber vielleicht dachte auch ein Teil von mir, dass ich, wenn ich hier bleibe, wir uns eines Tages vielleicht wieder Blödsinn treiben könnten, so wie früher. Also, bleibst du an der Seite in der Hoffnung, dass irgendwann wieder alles wie früher werden würde. So romantisch war es nicht. Ich konnte mich nicht einfach zurückziehen und so weitermachen. Nein, das verstehe ich. Ich finde zum Beispiel, dass man seine Beziehung pflegen sollte, zumindest wann immer möglich. Ich nehme an, du versprichst aus Erfahrung, was? Nicht, dass ich überrascht werde. Die ganze Welt ist voller trauriger Geschichten. Trotzdem, Dank fürs Zuhören. Bevor du hierher kamst, schwamm ich in Selbstmitleid. Aber mit dir zu reden, hat mir ein bisschen geholfen. Naja, danke, dass du darauf eingegangen bist. Ich weiß, dass es manchmal einfach ist, über solche Dinge nicht mit Außenstehenden, zu sprechen. Du trägst eine große Last, was? Komm irgendwann mal wieder her. Ich sorge für die Getränke, damit wir wirklich reden können. Das würde mir sehr gefallen. Ich freue mich auf diesen Tag. Right. Bevor du gehst, habe ich nur eine letzte Bitte. Ich möchte, dass du irgendwann mal Dedams Mutter kennenlernst. Sie lebt in der Stadt. Wenn sie das Flammenschwert und seine Freunde sieht, freut sie sich bestimmt. Ich kann ihr nicht entgegentreten, nachdem ich Dedam so hängen ließ. Agreed. Gut, wenn es sich die Gelegenheit ergibt, statten wir einen Besuch ab. Also wenn ich sage, was jetzt noch offen wäre, die würde ich ganz gerne machen. So. Aber ansonsten. What a wonderful treasure this is. So, wir gehen jetzt erstmal hier. Das ist aber. Doch. Das ist die. Okay, das machen wir noch, weil das ist interessant. Dann ignorieren wir diese blöde Blume da von Neveria. Erstmal legen wir uns aber hin. Weil. Der Kampf, der war gar nicht mal so schön. So, was haben wir hier? Nicht Erfahrungsboost. Nein, Elementarverteidigung. That came out great. So, dann gehen wir zu Dedams Mutter. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Sidequest, also kein Zirkel immer, beziehungsweise hier sind die Zirkel doch hart, wie man hier sieht. Und so, jetzt müssen wir kurz mal Gelees hier kaufen, Tränke des Lebens. Letztens waren sie voll, gell? So, wir haben hier doch sicher auch einen Schmied, oder? So, allmächtiger Sturmflügel, sehr gut. Was anderes geht. Oh, eine Mistgabel. Zu sowas bist du geworden, mein großer Dualim. Nein, wieso? Er hat es ja gar nicht gebraucht, meine Waffe ist ja schlecht. Have you guys checked your equipment? So, warte mal kurz. Ausrüstung. Durchdringen. Ja gut, das ist mir wurscht. Also komm. Dann schon mal. Fertigkeiten aufhören, Zubehör fertigen. Angriff. Immer Angriff. So, Elementarangriff durchdringen. Wertsteigerung durch Besiegungsgegner. Steigerung an alle Werte, nachdem der Gegner besiegt ist. Durchdringen, Resistenz minus 80. So, Fluch annullieren, Windschaden, maximale KP. Gesamter Elementarschaden, physischer Schaden minus 20%. Ja, der physische Schaden ist eigentlich nicht das Schlimme. Das Schlimme sind ja mehr oder weniger die ganzen Spam-Attacken, die Gegner hier haben. So. Was haben wir hier? Durchdringen plus 40. Windschaden plus 15, Elementarangriff plus 60. Ja. So, und den können wir doch jetzt ein bisschen noch aufwerten. Komm. Wird gescheit teuer, aber wurscht. So, wartet hier. So. Gut.
Und den geben wir noch Dorlim. So. Wir haben ja den Schutzring, der ist eh super. Sie hat den Widerstandsring. Und Dorlim, du kriegst jetzt hier noch das, was wir gerade hier hergestellt haben. So. Kriegeremblem. Genau. Ich würde sagen, wir stellen noch einen für Rinwell her. So, die braucht definitiv einfach nur was, mit dem sie mehr Stats hat. Hier Wasser, Feuerschaden, Wind und Erdschaden, minus 50%. Licht- und Dunkelheitsschaden. Ich mache den Licht- und Dunkelheitsschaden. Ah, aber nur eine Stufe 3. Auch eine Stufe 3. Was haben wir hier? Feuer- und Wasserschaden, minus 50%. Dann haben wir hier Resistenz plus 40, Niederstecken, maximale KP plus 400. Alter, okay, der ist gut. Der ist sehr gut, der ist sehr gut. So, eine Granat. Habe ich davor auch ein Stufe 5 Ding verbraten? Ich hoffe mal nicht. Wahrscheinlich. Der ist aber sehr gut, den wir jetzt hier hergestellt haben. Also. Ausrüstung. So, ich habe das am Anfang nie ehrlich gesagt verstanden. Ist eigentlich schön, dass wir uns da mal ein bisschen reingelesen haben. Wir hätten jetzt zwar jetzt auch irgendein magischen Ding machen können, aber allein die 400 KP, über die freut sie sich richtig. So, jetzt gehen wir noch zur Deadtimes Mutter. Die Quest machen wir noch, dann skippen wir aber dafür die eine Aufgabe in der Nevira-Wiese. Die können wir auch irgendwann später noch machen. Und dann haben wir eh schon wieder alle Sidequests hier erfüllt, mehr oder weniger in der Region. Und dann holen wir uns das eine Schiff. Da gibt es auch Sidequests, die werden wir annehmen, aber außer wenn es jetzt wirklich ist, nur gib mir 5 Essen-Materialien, werden wir das skippen. Aber das mit Deadtimes Mutter würde mich sehr interessieren, weil das ist genau das, nämlich was ich will, nämlich auch mal zuerst. Ach so, nee, das, warte, das ist der Clown. Storyquests, die eben auch so ein bisschen die Charaktere vorantreiben. Sieht alles ein bisschen schöner aus. Also nicht unbedingt schön, aber schön näher. Let's see what's going on around here. Yeah. Sieht so aus, als würde er heute nicht nach Hause kommen. Why? Verzeihung, Madame. Ist irgendwas passiert? Nein, eine schwarze Eule, um die ich mich kümmere, ist irgendwo hingeflogen. Oh. Eine Eule? Du hast also ein Haus gehalten? Yes. Das ist richtig. Sie war sehr mit meinem Sohn verbunden. Sie hat fast nichts außer der Eule in der Stadt zurückgelassen, nachdem er in dieser Stadt bei den Unruhen gestorben ist. Wenn ich sie für immer verloren habe. Das tut mir leid, Mann. Und dafür brauchst du dich nicht entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich euch damit belaste. Und wir uns gerade erst getroffen haben. Hm. Rimmel, du und Hudel könnt doch die Eule doch aufspüren, oder? Vielleicht, Hudel müsste das vielleicht schaffen. Madame, vertraust du die Suche der vermissten Eule deines Sohnes an? Ich kann nicht garantieren, dass wir sie finden, aber vielleicht ist noch Hoffnung. Glaubst du? Oh, vielen Dank. Bevor wir loslegen, darf ich um etwas bitten, das für deinen Sohn früher getragen hat? Vielleicht ist er eher geneigt, sich uns zu nähern, wenn sie etwas sieht, was sie liebt oder etwas Vertrautes liegt. So was habe ich. Nur zu, nimm das hier mit. Vielen Dank. Und damit werden wir unsere Suche beginnen. Moment noch. Du bist ein Renier, nicht wahr? Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn du einer der Näheren wie mir ist? Madame, hast du Bedenken, meine Hilfe zu erbitten? Es ist eine unangenehme Situation für uns beide, ich verstehe schon. Wir kommen aber auf jeden Fall zurück. Okay. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist... Ah, der Dams Mutter. Das wäre interessanter gewesen. Na gut. Ich kann nicht sagen, dass ich impressed. Du machst Promises zu freely. And that last exchange. Niaz is beset with grief. As a responsible Renan, it falls to me to ex- So, da ist sie, aber ich habe jetzt die Augenklappe nicht auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ja. Hude sagt, dass das die Eule vorhin eine schwarze Eule gesehen hat, die nach Westen geflogen ist. Wenn sie von hier aus nach Westen geflogen ist, dann ist sie vielleicht im Eulenwald. Na ja, wenn man alles zusammennimmt, könnte das definitiv sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Okay, wenn das wirklich die Quest ist, dann freuen wir uns sehr. Das wäre dann sehr easy. So, also auf in den Eulenwald. Zählt es übrigens auch als gefundene Eule? Da haben wir schon 2 hier von denen gesehen. Wow. Er ist sich nicht sicher, welche es sein könnte. Oh, der Eulenkönig sagt, dass vor kurzem 3 neue Eulen angekommen sind. Oh, Leute, schau euch diese rhythmische Bewegung an. Die tiefschwarze weibliche Eule. Sie scheint auf die Augenklappe zu reagieren, du hast bestimmt recht. Ohne Zweifel, ich bin erleichtert, sie gesund und munter aufzuwenden. Er sagt, er lässt sie nicht gerne gehen, versteht aber die Situation. Anscheinend war sie eh nur zu Besuch, also können wir sie nach Hause bringen. Er schätzte es, dass wir uns immer um seine Miteulen kümmern und möchte uns ein Geschenk machen. Wie sieht's aus, als dürfte wir einen dieser Körbe mit nach Hause nehmen? Ich verstehe. Naja, größer muss
Muss bei solchen Sachen ja nicht immer besser sein. Was denkt ihr? Dann nehmen wir halt den kleinen Kopf. Was ist das? Das ist ein ganz besonderer Medizin und gilt als Zeichen der Freundschaft. Oh, Omega Elixier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke, ich hoffe, dass wir unsere Reise gut gebrauchen können. Das sei es zur Heilung einer schweren Verletzung oder zum Verkaufen. Wie aufmerksam von ihm. Damit können wir uns neue Kunstwerke leisten. Hey, Moment mal. Er schlägt auch vor, dass wir den Korb zur Mutter der Eule zurückbringen. Als Andenken daran, wo sie war. Ich frage mich, ob sie es hassen, sich verabschieden zu müssen. Sie sagt, sie wird nach Hause fliegen und den Korb selbst zurückbringen. Sie will, dass wir weiterreisen und der Mutter sagen, dass sie nach Hause kommt. Das sagt alles, lass uns zurückkehren. Ja, los geht's. Omega Elixier, sehr gut. Beste Highlight in allen Teilspielen. Füllt nämlich unser gesamtes Leben komplett der kompletten Party auf. Und heilt, glaube ich, auch alle Startentfernungen. Aber allein, dass das komplette Leben von allen Partymitgliedern auffällt. Was it really right for them to separate? It was his choice, and he ultimately chose the lady over his friend. I can only hope this helps her in her recovery. Ich bin mir sicher, es werden alle drei Eulen zurückkommen und glücklich und in Frieden leben. Und ich und vielleicht kann ich sie alle dann anklicken und sie zählen dann als gefundene Eule. Die Hoffnung stirbt zuletzt, liebe Leute. Okay, das kann man noch schnell erfüllen. Und dann verlassen wir das, auch wenn die Musik hier so... Also das ist eines der besten Musikstücke. Zwar mega sad, aber ist halt so. Genau, die Leute, die ich gesucht habe. Ich wollte euch was erzählen. Seht euch das an. Ich wachte eines Morgens auf und fand nicht nur eine Eule, sondern drei. Die Arschkraut gefällt mir am besten. Hm? Drei Eulen? Also haben die anderen zwei die Eule erst sonst begleitet. Scheint so, ja. Außerdem haben sie freundlicherweise auch diesen tollen Korb dabei gehabt. Es gab etwas Essen für Sandwiches. Mein Sohn muss sich daran erinnert haben, wie ich es früher immer für ihn gemacht habe. Er war immer so beschäftigt. Das war das Einzige, was er essen wollte. Und das anscheinend, weil man sie mit seiner Hand essen kann. Oh, ich bin so glücklich. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, meine Dame. Meine Dame, dürfte ich den Namen ihres Sohnes erfahren? Es ist doch Dadams Mutter. Dadam, er war früher an für eine Art Gang. Die Finstern Schwingen, glaube ich, nannten sie sich früher. Dadam? Ich sagte ihm, das sei zu gefährlich, aber er wollte nicht hören. Eines Tages verschwand er dann spurlos. Er war nicht der rücksichtsvollste Sohn, so viel ist klar. Verstehe. Ich hatte einen leisen Verdacht, dass das vielleicht der Fall sein könnte. Oh, du kanntest ihn? Wie lustig. Ich frage mich, ob uns irgendwie das Schicksal zusammengebracht hat. Mein Sohn liebte die Legenden über die alten finsteren Schwingen. Deshalb hieb er diese schwarze Eule aus sein Haustier. Die zwei waren von Anfang an unzertrennlich. Sie war für ihn der einzige echte Freund, den er hatte. Naja, sie und Belfern. Trotzdem waren die zwei die einzigen, denen sich mein Sohn anvertraute. Wenigstens sind die anderen Eulen gesund und munter. Ich bin sicher, dass sie seine Vision fortführen. Die drei Eulen sind genau wie die Legende. Es gab den Helden und seine beiden Gefolgsleute, die zusammen die Finstern schwingen. Die Kleine erhält die Finstern schwingen wirklich am Leben. Ich bin so froh, das zu erleben. Wir sollten aufbrechen, meine Dame. Wir haben alle Hände voll zu tun, wenn wir nicht wollen, dass uns diese heldenhafte kleine Eule in den Schatten stellt. Wartet, ich habe nicht gedankt, was ihr getan habt. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, um mich bei euch zu revanchieren. Ich hab's. Ich gebe euch diesen Kord. Hoffentlich erweist er sich als nützlich. Danke für die Großzügigkeit. Bitte pass auf dich auf, Madame Giselle. Also war es doch hier, die Dame. Das ist eigentlich haben wir es uns ja gedacht. Also. Schöne Quest, das ist wie gesagt so die Quest, die ich will, weil die machen unsere Charaktere, ein bisschen lebendiger als irgendwie, wenn wir, oh, okay, gut, da ist ein böser Gegner, müssen wir platt machen. I still can't believe Deadeye was caring for these owls. Maybe he really was a nice guy once. People are not born immutable. They change. And not always for the better. This time it was for the better, though. Indeed. So. Und nun verlassen wir hier diesen leider traurigen Ort. Wir gehen an die Werft, werden nun hier ganz kurz die Sidequest annehmen. Wir werden sie aber nicht machen, aber einfach, weil wir schon mal da sind. Und dann brechen wir mit dem Boot auf. Außer es ist irgendwas ganz Leichtes. Puh, ich hätte nie gedacht, dass man sich hier irgendwo verstecken kann. Aber ich beschwere mich nicht. Ich bin in Sicherheit. Was hat dich denn so aufgeregt? Ist was passiert?
Hast du letztens aber draußen umgeschaut? Überschwärmen eine ganze Meuten von Zeugeln am Meer. So viele? Das wusste ich nicht. Klingt schrecklich. Noch schlimmer, dass diese Zeugel fliegen und in alle Richtungen schwirren. Verdammt, das klingt gefährlich. Ein echter Albtraum. Da hast du recht. Dazu verteilen sie noch in alle Richtungen, wenn sie einen sehen. Puh. Und gerade dachte ich noch, dass sie sowieso schon lästig sind. Ja, die sind ziemlich das Schlimmste, was deiner je passiert ist. Es ist wirklich beängstigend da draußen. Am besten verstecke ich mich hier und hoffe, dass sie verschwinden. Alright. Wir schauen uns, wir können das nicht einfach ignorieren, was hier passiert. Was? Warum nicht? Es sieht nicht so aus, als würden sie tatsächlich jemand verletzen. Warum lassen wir sie nicht einfach in Ruhe? Hörst du dich selbst? Da steht jemand vor dir, der sich erschrecklich fürchtet. Wäre es so schlimm für dich, deine Entscheidung ausnahmsweise mal rational zu treffen? Wollt ihr mir sagen, dass ihr beide loszieht oder sie für mich beseitigt? Oh, das würde mir nämlich echt helfen. Ihr findet die Schwärme in der Nähe der Akflote Hügellandschaft. Danke für eure Hilfe. Klingt so, als würden wir es mit einem ganzen Haufen Zeugel zu bekommen. Du musst sie für mich herunterschießen, okay, Sion? Versprich anderen Leuten nicht ständig Gefälligkeiten und warte dann, dass ich sie erfülle, Alfen. Das werden wir machen, aber irgendwann anders so. Keine Lust jetzt. Ja, ich werde jetzt in das Schiff. Ich möchte jetzt aufbrechen. Ich möchte jetzt diesen Keil da finden und Action machen. Action, liebe Leute! Auf zur Action! Well, if it ain't the Blazing Sword and his merry crew. Mahavar? I can't believe you're still alive. Course I am. If you landlubbers can make it out of that sinking ship alive, ain't no reason an old sea dog like me wouldn't too. Yeah, but that wave hit hard. I'm glad to see you're okay. Sorry we put you in so much danger back there. All water under the bridge at this point. You helped make one of my life's dreams come true. The ship, on the other hand, she took a bit of a beating, though, I'll admit. Really? What happened to it? It looks fine to me on the outside. She's fine now, but she was in rough shape when I made it back here. Engine chamber gave up the ghost. Without a lot of options, I decided to talk to the head honcho of the Dark Wings and see if he could help at all. And wouldn't you know it, Crazy Fool sent over Renan engineers to help. Can you believe it? Renan? Yep. Said they came from Menencia. They were real professionals. Did what they needed to and didn't give me guff or anything. I was damn near floored. So they did the work themselves. Good on them. Well, they did a bang-up job, because she's better than ever now. Speaking of which, I take it she's why you're here? Yes. We need to get out on the ocean, and fast. When can we set sail? Give the man a minute to think it over, Alfin. He hasn't even said yes yet. It's all right, little lady. I'm a man of the sea. I'll gladly help. Hop aboard, folks. This thing already looked plenty huge from afar. Seeing it up close makes it really hit home. I didn't expect the journey to go so smoothly. I figured the Renans would send something to sink us. Maybe they didn't think we had the nerve to come. Somehow I kinda doubt that. It's entirely possible they don't see us as a threat. What do you mean? That they think they're beyond our reach. Still, this structure is quite the unusual sight. Truth be told, never seen anything like it. You're right. It doesn't look like the buildings on Lenegas at all. Or like any Renan structure for that matter. It's weird. It doesn't feel like the kind of thing that has people inside either. Yeah, it's definitely something creepy. What the hell is it even made of? I don't know. It's not mechanical or biological, but it's definitely alive in some way. Sion? I'm okay.
It's nothing. Well, what do we do now? We have to stop this thing from siphoning off all of Dana's astral energy. That means finding the core and smashing it to bits. Okay, but look at the size of it. I don't know if we'll find the core just wandering around. Good point. Can anyone get a read on the astral energy around us? Any kind of a sign? There's a rather enormous flow of energy moving directly upwards. If we wish to follow it, we'll have to do some climbing. Rinwell? Over there? Hey, what's up with you? Huh? I... You okay? What happened? I'm not sure. When I was reaching out to the astral energy, I thought I heard a voice. A voice? Yeah. I couldn't make out any words, but it sounded like it wanted me to come to it. This seems like a trap, right? It's not a trap! How can you tell? Listen, I don't know why, but when it spoke to me, I knew it wasn't hostile. What do you think? It could well be a trap. However, it's also our only real option, short of wandering aimlessly about. Let's trust Rinwell on this. You sure? Yeah. It beats the alternative, I guess. What did I say? Sheesh, it's like walking on eggshells around here. Sometimes you have to choose your words more carefully, Law. Huh? Oh, right. Und damit besteigen wir nun eine sehr seltsame Konstruktion. Das sieht hier irgendwie lebendig aus. Weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Naja, rein geht's. Darf ich übrigens mal fragen, wie kommen eigentlich die Leute von Lennigis hier runter mit irgendwelchen Raumschiffen, oder? See that the interior of the wedge is every bit as strange and unusual as the exterior. Intriguing. If I didn't see it come from Lennigis, I wouldn't believe it was Renan. Just what's with this place? Yeah, it's all twisty and... So. This one will be und die Gegner sind auch jetzt auf einem deutlich höheren Level. Aber wir haben es schon geschaffen. At least I hope it. So, komm, hau den hoch, hau den hoch. Oh Mann, dann hau ihn halt nicht hoch. Drauf! So, und jetzt wird es geröstet hier. Tintenfischmonster. Okay, das wird ein harter Dungeon, das sehe ich jetzt schon mal. Wir hätten doch nur noch ein bisschen das MSI-Quest machen sollen. Und es ist ein Standardgegner, Mann. Ah, und die Gegner hauen wieder Giftattacken raus. Soll mal wieder meinen guten Giftring aus. Mein Giftamulett machen. Beste Sieht im Spiel, würde ich mal sagen. Alter, es ist Standardgegner. Also jetzt erstmal den weghauen. So. Ach komm, Mann, was fliegt der auf dem Boden, Mann? Ich hatte den so schön in der Luft, Mann. Hey,
Das ist aber auch eine eklige Gegnerkombi, wenn ich das mal sagen darf. Und dann haut auch Dolem noch seine dicke Magie raus. Und jetzt, Mann. Weg da! So, wenn ich da jetzt aber nicht 5000 Erfahrungspunkte bekomme, dann weiß ich auch nochmal. Sack! Nee, die werden ja Raumschiffe haben und sind das immer nur gerade, wie die da runterkommen, ob wir uns nicht einfach so ein Raumschiff schnappen können und nach Lenne gesuchen können. 3-2 Erfahrungspunkte, das ist mal das, was ich sehen will, man. Letztenfalls haben wir so 500 Punkte bekommen. Also es hätte sich auch wirklich nicht gelohnt, in irgendeiner Art und Weise zu grinden. So. Was ist das? Ein Teleporter? Das sieht für mich sehr wie ein Teleporter aus. Ich sage, es sieht so aus wie eine lebendige Struktur. Als wären wir irgendwie in einer Pflanze oder sowas drin. Nicht schön. Nicht. Ganz und gar nicht schön. Ich muss mein Gift einmal stärker machen. So. Weil solange ich das Giftamulett habe, können sie nämlich gar nichts. Also, Nummer 1. Nein, ich hatte das Kombo fertig, Mann. Drecksviech. Nummer 2. Und das ist dafür, dass du mir gerade mein Kombo geklaut hast. Ihr brecht nimmer mein Kombo aus. So! Da ist der ultimative Combo Breaker hier, Mann. Und weg! Keiner unterbricht meine Kombos! Und immerhin gibt es hier gute Materialien, dass wir wieder 10.000 neue Waffen herstellen können. Nun gut, liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal werden wir dann hier uns diese Konstruktion noch ein bisschen weiter anschauen. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein und auf Wiedersehen. Ich war's, Sam's Waffex, und bis zum nächsten Mal. Ciao!